So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann doch wieder der Schocker der Woche. Außerdem befinden wir uns noch mitten im Mond-Neujahrs-Event. Das heißt, ihr werdet viele Carpadore sehen, viele Shiny-Fische, alles Mögliche, was eben mit dem Wasser-Event, könnte man denken, zu tun hat. So viel Carpador wieder überall rumfliegt, könnte man wirklich denken, es ist ein Wasser-Event oder ein Carpador Sea Day. Sucht es euch aus. Carpador scheint ja auch erhöht zu sein, also wundert euch nicht. Trotzdem gucken wir mal rein, was sonst noch passiert ist. Angefangen hat die Woche, da habe ich mein Serapendra entwickelt, was also auch richtig genial aussieht. Ist eigentlich eine Mischung aus einer Raupe, einem Wurm, einem Tausendfüßer, sieht aber auch aus wie ein Pferd irgendwie, so eine Mischung komplett aus allem. Muss man nicht haben. Habt ihr das schon? Schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr das schon entwickelt? Ist ja die Weiterentwicklung von Toxipet. Und Toxipet, heißt das so? Sitzt ja eh gefühlt an jeder Ecke, also von den neuen Gen 5er Pokémon, die reingekommen sind, ist meiner Meinung nach Toxipet das, was am meisten vorkommt. Dann der Alex Hoffi hat uns hier geschrieben, Familie komplett mit einem Shiny Spoing. Da müsste ich auch noch meins entwickeln. Ich habe ja 2 oder 3 Stück, habe ich noch nicht durchentwickelt. Das kommt alles im Zuge dann der alle Gen 1 Shinies, alle Gen 2 Shinies. Da muss ich noch ein paar Folgen machen dann. Mit Generation 2 würde es dann auf jeden Fall weitergehen. Och, Adi! Kannst du nicht draußen spielen, ja? Ich stell gleich das Zeug raus. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal erst unter der Tischdecke. Und jetzt ist er aber nicht unter der Tischdecke, dann ist er an der Wand. Stell dir vor, ich zieh aus irgendwann und ich muss alles neu machen, weil du alles kaputt machst. Jetzt weiß ich, wieso die sagen, keine Tiere. Ah. Auf jeden Fall geht's hier weiter mit einem Bild vom Dragonite Eva gepierst am Stadtbad Breitungen. Habt ihr schon mal so, was soll das sein? Ich meine, wer macht sowas? Eine Skulptur, ein Denkmal? Eva gepierst? Das ist eigentlich schon richtig pervers. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwo auf einem Privatgrundstück ist und irgendein Perverser da die Kinder anlockt mit. Aber das ist eine Arena. Man glaubt es kaum. Guckt euch das an. Eine Arena irgendwo. Da sitzen natürlich die Roten drin. Wie soll es auch anders sein? Die perversen roten Spieler haben sich alle in der gepiersten Eva breit gemacht. In die Eva passen also 5 Leute rein. Ist noch Platz für einen anderen, wer noch Bock hat, sich in die Eva, in die gebierste Eva zu setzen, kommt vorbei, alle sind eingeladen. Dann ein 96er Shiny aus dem Ei am Sea Day in Schmalkalden, auch vom Dragonite. Shiny ist ja sowieso meistens schlechte IV, heißt es immer. Außer ihr brütet eins, was ja gar nicht so oft vorkommt. Aber so ein 96er Empoleon nimmt man natürlich gerne mit, auch wenn es komisch aussieht. Ich persönlich mag es nicht so. Mir ist Sumpex immer noch einer der Lieblings-Wasserstarter. Empoleon finde ich jetzt nicht so heftig, aber da hat ja jeder wieder eine andere Meinung. Dann habt ihr hier vom Tim, verdammt, das hätte ich eigentlich mal als Schocker der Woche machen müssen. Der hat ohne einen garantierten Lucky Trade einfach nur normal sich ein Shiny Giratina rübergetauscht. Und es ist einfach ein 100%iges Lucky Shiny Giratina geworden. Also so viel Glück muss man haben. Ich tausche mir auch immer die Shiny Legendären als garantierten Glückstausch. Nicht so wie er macht das halt ohne garantierten Glückstausch und es wird glücklich. Ich tausche mir die garantiert rüber und es werden trotzdem nur Krücken. Aber hier, wenn man Glück hat, dann richtig 1931 Shiny Lucky Giratina 100er. Da gibt es auch einen Begriff dazu, den sage ich jetzt lieber nicht. So, Deferis haben wir hier mit einem Shiny Sonflora noch dazu. Kotbrot hat ein Shiny Knospi gebrütet, da könnte man auch denken, die gehören zusammen. Ist aber nicht so, ist ja was anderes, gehört ja hier zu Roserade und Roselia. Dann hat Kotbrot noch einen Shiny Zickzacks gefangen. Fischi hat ein bisschen getauscht mit seinem kleinen Account, hat ein 98er Schlurp als Glücks-Pokémon bekommen. Angeblich sind ja die Chancen für Lucky-Pokémon momentan erhöht. Dann gab es einen Fehler, dass es in den ersten 24 Stunden vom Event nicht erhöht war. Ich habe seitdem aber im Prinzip nichts getauscht, großartig. Und was habt ihr für Erfahrungen? Habt ihr mächtig getauscht? Habt ihr viel getauscht momentan? Habt ihr auch gute Erfolge erzielt mit euren Lucky Trades, mit den nicht garantierten, aber
beim Tauschen normal? Sind da viele lucky geworden? Schreibt's ruhig mal in die Kommentare. Würde mich nämlich brennend interessieren, was ihr da reinschreibt. Ich lese mir doch immer alles durch. Auch wenn nichts dasteht, ich lese es mir durch. Dann Bob the Rob hat sich sein Krypto Lavados abgeholt. Könnte besser sein, ist aber trotzdem schon recht gut. Wird nämlich dann ein 14, 15, 13, nee, was laber ich denn? 2, 11, 12, 13, 13, 15, 14 wird es dann auf jeden Fall. Was ist das dann? Ein 93er, glaube ich. Kann man mitnehmen. Richtig gute Sache. Hier, Bierbenny hat auch ein bisschen getauscht. Die zwei kleinen Accounts, ein Goldbit und ein Caradonis. Caradonis auch ganz neu mit im Spiel dabei. Jetzt schon als Lucky, hat auch keine Entwicklung. Nimmt man gerne mit, vor allem auch mit 15 Angriff. Kann zwar nix, aber nimmt man gerne mit. Und wenn andere Glücks-Pokémon haben, dann sieht das immer so schön aus, wenn die da Fotos von machen. Und wenn ich ein Glücks-Pokémon auf meinem Display habe, kriege ich Brechreiz, weil ich denke, oh mein Gott, dieser hässliche Hintergrund. Bei anderen sieht das immer so schön aus. Woran liegt das? Da genau, das sieht man schon mal wieder. Wenn man nämlich direkt den Screen macht, sieht das nämlich richtig mies aus. Wenn man auf gut Glück tauscht und es einfach lucky wird. Die Frage ist natürlich, wo hat er denn das Jutesto her? Das ist doch eigentlich mit Caradonis ein Kontinentales und das gibt's hier gar nicht zu fangen. Aber es gab wieder mal einen Bug von Niantic. Am Anfang, als sie die zwei Kontinentalen nämlich auch rausgehauen haben, haben die das Rote bei uns spawnen lassen und das Blaue am anderen Ende der Welt, bis sie gemerkt haben, Jungs, eigentlich soll das Rote doch ans andere Ende der Welt und das Blaue, Schäbige, kommt hier rüber nach Europa. Und so haben sie es kurz danach wieder geändert. Ihr konntet aber trotzdem zum Anfang der Einführung vom Jutesto und Caradonis beide fangen, weil ihr nämlich erst das Rote fangen konntet. Das finde ich auf jeden Fall genialer, finde ich schöner auch als das Caradonis, weil es ist einfach breit und fett und hat keinen Genick, hat keinen Hals, wie man sieht, so ähnlich wie ich. Auch die Finger dazu finde ich genial. Gandalf Julius, was ist denn eigentlich hier los? Hat ein Shiny Knagsel? Zu mehr fehlen wohl die Bonbons. Du wirst doch sicherlich da noch 10 Sonderbonbons haben, die du da reinfropfen kannst. Nägelmon hier, Shiny Walmer dabei, Bob the Rob, Shiny Schuppet, Frank Behren mit dem 100er Marollo. Und die Frage natürlich, soll ich den jetzt entwickeln oder abwarten, was beim C-Day Voting rauskommt? Was meint ihr? Meiner Meinung nach ganz klar die Frage, das C-Day Voting, selbst wenn da jetzt Marollo kommen würde und du nimmst die C-Day Attacke mit, nützt die theoretisch eigentlich nur in PvP was? Ich finde nicht, dass Marollo mit der C-Day Attacke dann bei Raids nützlicher ist als davor. Und ich sag schon immer, gönnt euch eine 6er Marollo, Machomai Armee mit Katapult, Wuchtschlag. Dings, Konda und Wuchtschlag, genau. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Außer ihr habt Meistergriff jetzt. Dann ist der auch recht gut, wenn ihr ein gutes habt und das hochziehen wollt. Was aber natürlich sehr teuer ist. Außer ihr könnt es kostenlos entwickeln. Aber ich würde es auf jeden Fall einfach entwickeln. Ich würde es vielleicht hochziehen, wenn du genügend Bonbons und Staub hast. Machomai 100% ist immer gut. Wird so oft genutzt. Und die Seeder-Attacke meiner Meinung nach nur für PvP nützlich, ansonsten für Raids eben nicht so. Zickzacks, ich finde bei die Seeder-Attacke, ich würde einfach dann, wenn du wirklich die Seeder-Attacke mitnehmen willst, dann entwickel halt dann die 6 höchsten, die du noch auf der Hand hast, damit du 6-mal die Seeder-Attacke hast, egal für was du die dann einsetzt. Bockwurst King hier auch mit einem Shiny Zickzacks, Bockwurst King hier auch mit einem 100% Magby. Momentan könnt ihr auch Magma wild fangen, auch als Shiny verfügbar. Hat mir noch keiner eins hier gepostet. Bob the Rob, shit, mit einem 98er Praktibalk, aber wenigstens 15 Angriff. Das ist doch herrlich. Der Hannes zeigt uns, danke Ramses für das 96%ige Shiny Elekid aus deinem Geschenk. Hat zwar 95 rangeschrieben, aber egal. Gerade mal entwickelt. Richtig fette Sache. 96%iges Shiny Elekid vom Ramses. Das nimmt man doch gerne an. Außerdem hat der Hannes auch noch ein 100%iges Heatran mit Wetterboost. Ich geier die ganze Zeit darauf. Ich will davon auch eigentlich unbedingt einen 100er haben. Er hat einen 100er mit Wetterboost. Und so viele posten einfach ihre 100er. Ramses kriegt keins. Er kriegt immer nur so 82-84%. Immer noch der Hannes mit einem Shiny Heatran, auch mit Wetterboost.
Es ist alles am 21.01. Also richtig genial. Das war vielleicht, war das die Raid-Stunde? Ich weiß es nicht. Heute ist ja auch wieder Raid-Stunde, aber bei mir ist heute Raid am Mittwoch. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich zur Raid-Stunde Zeit habe, weil ich 18 Uhr ja eigentlich den Stream auf dem NRR-Kanal machen muss, weil das Turnier bald losgeht. Dann Frank Behrend, Shiny, Schwalbini nimmt man auch gerne mal mit. Vorbelastet, gerade von einem Kumpel bekommen, als Dex-Eintrag direkt lucky geworden. Also der tauscht sich das rüber für einen Dex-Eintrag und direkt bam. Ich hoffe, der hat aber die erste Form getauscht und hat es jetzt entwickelt, sonst fehlt ihm ja trotzdem der Pokédex-Eintrag von der Urform, sage ich mal. Und vor allem auch der Lucky-Eintrag generell. Das habe ich aber auf jeden Fall auch nicht als Lucky-Pokémon für die Lucky-Sammler natürlich sehr begehrt. Mitchell hier mit einem 100% Pfiffchen, nimmt man gerne mit. Weigel, Dennis, einfach mal ein Lucky-Trade. Einfach nur so getauscht. Ach, einfach mal. Nicht mal ein Lucky-Trade. Einfach nur so getauscht. 21, 45. Da muss ich los. Würde jetzt jeder Spasti sagen, aber auf jeden Fall schon wieder 100% Heatran in der Sendung. Ich verstehe es nicht, warum jeder hier 100% kriegt. Ich meine, ich hätte ja auch eigentlich mal jeden Tag einen Heatran mit Spezialtausch tauschen können. Ich, Idiot, habe mir die ganze Zeit Wampel getauscht, Shiny Wampels, weil ich da noch was vorhab. Aber das werdet ihr sehen, was dann dabei rauskam, wo ich nicht möchte, dass die Lucky werden. Aber Heatran, Lucky 100er, würde ich mitnehmen, gerne. Mir geht nur die Zeit flöten, denn das Event ist bald um und dann gibt es keine erhöhten Lucky-Chancen mehr. Dann Zwirrlicht, habt ihr hier auch ein Shiny-Zwirrlicht beim Kotbrot, ein Shiny-Zwirrlicht beim Bobserob, ein 100%iges Felilu, Felilou aus dem 2-Kilometer-Ei, beste beim Bockwurst-King wieder mal. Dann Alex Hoffi, X-Raid heute, hat sich gelohnt. 100% Regigigas. Und da habe ich ja auch, ich habe so viele Bonbons da reingesteckt, dass ich mal ein gutes entwickeln kann. Ich glaube, mein Bestes ist sogar ein 98er, aber ich glaube nur mit 14 Angriff. Also, da möchte ich lieber ein 96er mit 15. Muss ich aber auch irgendwann mal hochziehen. Mal gucken, wenn das aus den X-Rays raus ist, werde ich sicherlich das beste Regigigas, was ich bis dahin habe, hochziehen, auch wenn das irgendwann ja nochmal als Shiny zurückkommt. Tim hat uns hier noch gezeigt, Rad gefangen und entwickelt. Mir war nicht mal bewusst, dass es das Fritzelblitz Shiny gibt. Hat es dann auch voll toll so genannt. Statt voll Tenso einfach voll toll so. Und ich meine nur, es gibt auch mittlerweile mehr Shinies als normale. Also mehr als die Hälfte kann Shiny sein, meine ich damit. Versteht ihr das? Wenn ihr das auch verstanden habt, schreibt es mal in die Kommentare. Der Bockwurst King mit seinem vierten Shiny Alola Mauzi und er hat immer noch keins entwickelt, warum auch immer, wenn er so viele hat, hätte ich doch schon eins weggeknüppelt. Pikachu hier, schön gechillt, mitten in der Winterlandschaft und raucht sich erstmal ein oder wie sagt man denn dazu, gönnt sich die Bon, raucht einen Topf, wie auch immer. Das gibt es aber auch in der Spezial Edition, nämlich nicht nur mit Bon, sondern mit Bon und Voyage, also mit Perücke, mit die Bob Marley Version, Rasterlocken hier, dann habt ihr noch so ein lustiges Beanie auf. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das muss ich wieder ins Thumbnail packen, ja, damit die Leute alle draufklicken, Alter. Vorbelastet auch hier von zu Hause aus, Shiny Yorklef mitgenommen, Fischi, yippie, so lange danach gesucht, endlich gefunden, 100% erlöste Sandan. Dann habe ich auf dem kleinen Account, endlich mal ein Bild von mir, ne? Habe ich auf dem kleinen Account ein 100% Nagelotz gebrütet. Aus Hippogaus noch 25.01. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Pokémone, Shiny Carvador mit der Pokémon-Uhr gefangen. Brain, wie auch immer, der André einfach. Obwohl Andres gibt es auch so viele mit dem kleinen Account. Shiny Latios mitgenommen. Juli hier mit dem Shiny Latios. Pokefreak Red, hab auch endlich eins. Shiny Heatran, das ist sowieso krass, dass ihr an einem Wochenende theoretisch drei verschiedene legendäre Shinies zur gleichen Zeit hättet bekommen können. Latias, Latios und Heatran. Also da hat sich das Raiden doch richtig gelohnt. Die zwei sind eigentlich gute Drachenangreifer. Das ist ein richtig fettes, krasses Pokémon. Also da hat sich Raiden besonders gelohnt. Dann Kotbrot auch hier schon wieder mal ein 100% erlöstes Lavita. Das ist bestimmt schon sein 10. oder so gefühlt. Fischi auch hier mit einem 98%igen Latios. Das ist normal, ja, ist kein Wetterboost, oder? Ne, das eine hat 2000, das andere hat 2100, genau.
dann sieht man, dass das Blaue im Prinzip ein bisschen stärker ist und auch mehr WP erreichen kann. Ich habe dann auch mal mitgemacht, da saß ich nämlich zu Hause, habe zu Pupsi gesagt, ich gehe mal kurz vor die Tür, war die Home Arena, also die Heimarena, haben sie gesagt, ja, kommst du raus, machst du mit, bin ich kurz rausgegangen, den ersten Pass eingeworfen, mein täglicher freier Pass und direkt ein Shiny bekommen, also nimmt man mit, hätte ich nicht mehr gebraucht, ich habe ja vom letzten Jahr von der fetten Raid-Tour in Ilmenau und so schon Shinies bekommen und gute IV und alles mögliche. Aber ich fand das Bild auch schön, deswegen habe ich das mal hier mit reingenommen, dass ihr das mal seht. Links ist nämlich der Juli, in der Mitte ist der Fischi und rechts ist der Kotbrot, also der Felix. Damit ihr die Banausen mal seht, wie die da rumgammeln. Juli danach auch am nächsten Raid auch noch einen Shiny Latios bekommen, da war ich aber nicht mehr dabei. Plus ein 100% Anorit hat er sich gegönnt. Mit dem Go Plus hat der Pushner hier einen Shiny Slimer gefangen. Juli, Shiny Carbador, Gefer mit Shiny Latios, sogar relativ gute IV. Das ist ein kleiner Account, oder? Deswegen ist der Bogen auch komplett voll. Kotbrot, 100er Latias, 2006. Den hätte ich auch mitgenommen. 100er habe ich auf jeden Fall nicht. Mein Bestes, glaube ich, auch 98. Fischi, auch. Seht ihr mal den Unterschied, ihr habt hier Latias 100er mit 2006 und ein 98er mit 2001. Der Unterschied sind also ganze 5 WP. Der braucht diese 5 WP niemand. Und dann auch noch ein Shiny 98er, also das ist richtig heftig. Das würde ich hochziehen auf jeden Fall. Sally Maus hier mit Shiny Krabby, Nägelmon auf dem kleinen Account, Shiny Carbador, vorbelastet. Yee! Hat hier ein Shiny Baumbe gefunden, das er nicht lange behalten hat. Das habe ich ihm dann nämlich abgezogen. Das ist dann aber leider lucky geworden. Er hat sich natürlich gefreut über das Hut Pikachu mit diesem Strohhut. Das Shiny Hut Pikachu, was lucky wurde. Ich habe mich nicht gefreut, dass das Baumbe Shiny wurde. Lucky wurde. Dann war es für mich nämlich nutzlos. Juli hier auch mit einem 98er Latias noch hinterher, Pokémone und nochmal gefangen, Shiny Garados, Shiny Carbador, Bockwurst King, wieder mal Miss, 98er Nagelotz, der hat zwischendurch auch ein Bild eingesendet, da hat er einfach einen 98er Sandan erlöst und dann dachte ich mir, mit diesen billigen Tricks, der sagt ja immer, er kriegt immer zu nur 98er, das ist wie ein Fluch, aber wer absichtlich eins erlöst, wenn man vorher schon weiß, dass das dann ein 98er ist, das ist schon wieder so dreist, dass ich das nicht mit reingenommen habe. Wenn er sich absichtlich 98er bastelt, er hätte es ja nicht erlösen brauchen, wenn er weiß, dass es kein 100er wird. Oder ihm reicht ein 98er, kann auch sein. Dann Gefa zeigt uns, wie es richtig geht. Bisschen getauscht, Voldoball, Lucky, 100%. Das sieht auch richtig genial aus. Ein guter Hintergrund sieht scheiße aus, immer noch. Tobi, Jai. Also eine macht Je, ein anderer macht Jai. Ich weiß nicht, was die alle für Probleme haben. Trotzdem, Tobi hier, Shiny Carbador, Gefa, zu Hause gefangen, glaube ich auch. 2699er, wildes Garados. Habt ihr auch Garados wild gefangen im Eventzeitraum? Habt ihr die Befürchtung, dass es häufiger spawnen? Oder habt ihr sogar ein wildes Shiny Garados gefangen? Schreibt's mal rein. Tobi mit seinem zweiten Shiny Carbador. Dagro hat hier ein Zubat wieder mal erlöst. Das ist, glaube ich, schon sein fünftes 100%iges Zubat, was er erlöst. Und er hat endlich seine 300 Carbador-Medaille vollbekommen. Früher in München gab es ja die Map, bei der angezeigt wurde, nicht nur wenn Carbador irgendwo saß, sondern wenn wirklich ein XXL-Carbador irgendwo gesessen hat. Die hatten auf der Map angezeigt, nämlich so einen Zylinder auf dem Kopf. Da wusstet ihr ganz genau, ihr konntet gezielt dahin gehen. Leider habe ich nicht in München gespielt in dem Sinne und deswegen war das eh hinfällig. Aber man kennt die Map, man konnte da immer drauf zugreifen, konnte sich das angucken, was da abging. War eine coole Zeit auf jeden Fall. Maps und so, ne? Benutzt ihr auch Maps? Habt ihr schon mal mit einer Map gespielt? Schreibt's mal rein. Hat ewig gedauert, aber auch die 300 großen Carbador jetzt fertig. Und er zeigt uns auch da grob, wie es geht. Der hat nämlich einen Shiny Garados gefangen vom Sofa aus. Ich mag mein Sofa. Ist dein Sofa auch rot? Mit 1800 WP nimmt man gerne mit Tobias W. Shiny Kaumalat. Und da seht ihr schon, dass es nicht gebrütet ist. Dafür ist das Level viel zu niedrig. Sagt ja auch das erste wilde Kaumalat in seiner Pokémon-Karriere. Er ist also beruflich Pokémon-Trainer. Und das erste Wilde, was er wirklich sieht, ist direkt Shiny. Also das ist auch richtig genial. Genau wie hier Pokéfreak Red hebt er sich auf für die sechste Gen.
mit 100% Glücks-Pokémon und Blumenkranz. Also, das ist genial. Da kommt ja noch das Felinara dazu in der 6. Gen. Da hat er dann auch schon eins mit Blumenkranz, ein Lucky, ein 100%iges. Kann er natürlich gerne mal entwickeln. Selimaus auf dem kleinen Account, noch Shiny Pandimos mitgenommen. Mitchell hier mit Shiny Wombel am Start. Selimaus mit einem 100%igen Unratytox. Mal wieder ein neues 100er auf dem großen Account aus dem Ei geschlüpft. Das ist natürlich stark, auch eins der neueren Pokémon, jetzt erst ins Spiel gekommen, schon 100er. Da bin ich neidisch natürlich auf das Unratytox. Dann ist er außerdem mit Pichu zu beste Kumpels aufgestiegen, mit ihrem Buddy. Wo ich mich frage, warum läuft man denn mit Pichu? Raidet sie damit? Packt die das immer in den Kampf rein? Oder findet sie es einfach nur süß und will auf dieses kleine Pokémon so einen großen Aufkleber draufklatschen, so ein Abzeichen, dass ihr das Pokémon gar nicht mehr seht? Ihr müsst doch auch mal, das trägt das doch dann den ganzen Tag mit rum, was für eine Belastung das sein muss, pardon. Dann Selimaus, nochmal Shiny Carbador, Selimaus mit dem Shiny Perlu auf dem kleinen Account, vorbelastet, bisschen mit dem zweiten Account getauscht, das kommt raus, Hauptschule, genau, auch 100% Lucky Carbador. Danach noch ein normales Gefangen, auch 100% Carbador, ich sag's euch so, die Carbador-Serie. Dann die Sabrina spielt, hat eine Folge gemacht und hat gezeigt, wie sie Eier gebrütet hat, hat ein 98%iges Flampion bekommen von mir, fand ich richtig genial, das hat sie dann im Stream auch entwickelt, hat gesagt, guck mal mein Buddy, wir haben dann nachgeguckt gleich im Stream, was sie für einen Buddy hatte, und dann hat sie die Entwicklung gehabt, 98, danke, sehr cool auf jeden Fall. Weigel Dennis, oh Mann, Alter, hier noch ein 100% Latias hinterher 2006. Ist aufgefallen, ich habe gar nicht großartig was gemacht zu den ganzen Latias-Sachen jetzt in letzter Zeit. Ich hatte da eigentlich kein Bedürfnis danach, ich hatte doch schon alles. Dann der Tim, wieder mal, zeigt uns hier schon und weiter geht's, ein 100% Lucky Shiny Rayquaza, was richtig heftig ist, und natürlich, wie soll es anders sein, weil jeder hat eins, außer mir, 100% Heatran noch hinterher, dann der Brain, wieder mal 100% Carbador, aber das ist ja gar nicht mal so krass, weil Thema haben sie ja jetzt auch die Map, und wenn da natürlich einer einen 100er fängt, dann kann der andere das auch fangen, und dann haben plötzlich alle einen 100er. Das ist mir dann aufgefallen, weil Pushna, Selimaus, Terrorzicke, die haben alle irgendwie genau das gleiche 100er auch gepostet. Und 100er bleibt trotzdem 100er, ist natürlich eine coole Sache. Und wer das nicht nutzt, der ist selber schuld. Wenn jetzt jemand sagt, da sitzt ein 100er, würde ich auch dahin und würde mir das holen. Also Stranger hier, 100% Vulpix, schon mal in Vorbereitung auf den kommenden C-Day. Weil ihr wisst ja alle, Vulpix macht das Rennen, weil klein und süß. Fischi hier auf dem kleinen Shiny Carbador, kann er sich doch rübertauschen oder erwartet halt. Dann haben wir was gefunden, der Coronavirus ist am Start, den gibt es jetzt auch Shiny. Gönnt euch das, ich glaube das ist das neue Thumbnail, Shuri zeigt, der hat schon drei Stück. Zwei normale, 802 WP, 504 WP und den Shiny Coronavirus. Und dann haben wirklich Leute dann in den Gruppen gefragt, hä, was ist denn das? Ist das neu? Seit wann gibt's denn das? Und wo kann man das finden? Ist das kontinental oder gibt's das bei uns? Und dann kamen die Scherze, das gibt's im Asien-Pazifik-Raum. Musst du mal darüber gucken, so in die Region, beziehungsweise es ist jetzt auch in Amerika released, habe ich gehört, da kannst du es auch bekommen. Aber keine Sorge, irgendwann kommt es auch zu uns, da kannst du es ja auch einfangen. Also Bobserop ja auch nochmal mit einem 100er Magby. Hier seht ihr das entwickelte Flampivian, oder wie das glaube ich heißt, ist ja ein Pavian in Flammen, der brennt. Und ja, sah einfach cool aus, habe ich deswegen auch mit reingenommen, habe meins ja dann auch entwickelt. Mitchell hier, Shiny Carbador, Selimaus, Shiny Quiekel, Dragonite hat nochmal gezeigt, sollten alle legendären Glücks sein oder habe ich einen vergessen? Er hat hier also Viridium, Terrakium, Kobaltium. Das Terrakium ist ganz cool mit 96. Dann hat er hier ein paar Shiny, 84, 80, 93, gut, das ist jetzt nicht. Regigigas ist genial mit 98, aber leider nur 14 Angriff. Palkia, Heatran, nicht unbedingt. Hier unten, das sehe ich dann nicht mehr. Das hat er gemaxt, das muss gut gewesen sein. Hier natürlich noch Rayquaza, 96, 98, 96.
Das erste Schrott mit 14, noch ein 89er. Was haben wir noch dabei, was ganz gut ist? Nichts. Gut. Der Rest ist nicht der Rede wert, wie man hier sieht. Aber eine dritte Seite gibt es auch noch, die trotzdem aber auch unspektakulär aussieht. Außer das 98er Zapdos, Shiny Lucky Zapdos hier unten links. Das gönnt man sich auch gerne. Ich hätte mir natürlich auch schon längst alle legendären Lucky tauschen können durch die zwei, durch die kleinen Accounts. Aber ich mache den Lucky-Eintrag beim legendären wirklich immer nur mit einem Shiny. Deswegen bin ich froh, dass jetzt Heatran Shiny rausgekommen ist. Sobald ich Lucky Friend werde mit einem Account, der einen Shiny Heatran drauf hat, werde ich mir da auch den Lucky-Eintrag holen, dass ich eben normales Shiny auf meinem großen Account habe und ein Lucky Shiny. Andere, die tauschen natürlich schon vorher und haben dann so viele Dinger, aber was will ich dann hier mit den ganzen Viechern, die so 80% haben und Lucky sind? Die schmeißt man dann wahrscheinlich eh nur weg. Juli hat uns noch was gezeigt, denn sein Golgantis hat nämlich irgendwie keinen Bock gehabt bei dem Wetter, hat sich einfach mal schlafen gelegt, er ist damit gelaufen, es hat gute Laune, wie man sieht, aber es liegt einfach nur da und er so, hä? Es liegt einfach auf der Seite und macht gar nichts mehr. Okay, dann ist es schon halb im Boden versunken, das arme Bockwurst King, nochmal Shiny Carbador, Beer Benny, Shiny Garados, Beer Benny, Shiny Voltilam, Boxerob, Shiny Carbador, Dacro, wieder mal ein Lavita mit 100%. Wenn ihr es erlöst, würdet ihr es erlösen? Natürlich würdet ihr es erlösen. Was wollt ihr das so aufheben? Das bringt nichts. Dacro auch mit einem 100% Carbador. Ihr seht, wie viele Shinies und wie viele Hunderter von den Carbadoren da rausgegangen sind. Pushner endlich mit seinem Shiny Heatran, genauso wie auch mit einem 100er Carbador. Und das war das, was in der Themarana-Gruppe fast alle gepostet haben. Also ich denke mal wirklich, dass das durch die Map kam und dass sich viele einfach gegönnt haben, mitgenommen. Und das ist, glaube ich, jetzt das letzte Bild. So mal wieder auf dem kleinen Account zugeschlagen, noch ein Shiny Haspiroar bei der Sally Maus zum Abschied. Jetzt kommt aber natürlich noch der Schocker der Woche und haben wir heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Ja! Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Mystic Dragon. Gönnt euch! Der hat nämlich was gefunden und gepostet. Shiny Abra up for sale. Ihr wisst ja, man konnte damals bei einem GoFest ganz kurze Zeit, war wieder mal ein Bug, Niantic aus Versehen Shiny Abra freigeschalten. Leute haben das gefangen, dann wurde es direkt 10 Minuten danach wieder aus dem Spiel genommen. Das gibt's nicht mehr als Shiny. Und jetzt gibt's wirklich Leute, die verkaufen ihr Shiny Abra für $1,500 und mehr. Das ist der Mindestpreis und wer das höchste Gebot darüber macht, kann sich also ganz chillig ein Shiny Abra kaufen, ersteigern, wie auch immer. Und dann habt ihr natürlich noch 1 Million Dust Trade. Also ihr könnt mit dem nicht mal leveln oder so. Er tauscht euch das dann wirklich für 1 Million Sternenstaub rüber. Ihr gebt nicht nur 10 Millionen Dollar aus, sondern auch noch 10 Millionen Sternenstaub. Das ist doch ein Schocker der Woche. Würdet ihr sowas machen? Würdet ihr, wenn ihr $1,500 hättet, würdet ihr das Shiny Abra kaufen? Ich sag ganz klar nein, weil jedes Shiny ist irgendwann im Spiel. Jedes Shiny wird released und das sollte ja noch nicht da sein. Also hat man ja auch noch nichts verpasst. Irgendwann wird es vielleicht einen C-Day geben mit Abra und dann habt ihr 10 Stück davon. Oder es wird bei einem anderen Event mal rausgehauen. Aber wer das für $1,500 kauft, der hat doch echt eine Meise. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und natürlich auch den Schocker der Woche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mal lange verstehst.